Ja, moin moin vom Hof Alte Mühle. Und heute ist mal richtig moin moin. Schaut mal, echt früh am Morgen und ich mache mich jetzt auf den Weg. Für die Zucht im Jahr 2024 braucht Sina, um die Vorzüge ihrer Tiere einfach mal wirklich herauszuholen, einen neuen Hahn. Und da hat sich unser treuer Follower, der Erik, bei uns gemeldet, gesagt, Mensch, ich habe einen Hahn für euch. Problem ist nur, schaut mal, das ist der Weg. Das heißt also, ich setze mich jetzt ins Auto, bin hoffentlich um 8:30 da, dann suche ich da mit dem Erik zusammen einen Hahn aus und dann geht es wieder nach Hause und hoffentlich bin ich zum Mittagsschlaf dann wieder da. Aber wir wollen sehen und jetzt auch direkt los. Ja, Wetter ist auf jeden Fall ideal, ne? Bisschen minus 2 Grad, frisch geschneit. Alles ein bisschen eisig, aber egal. Abfahrt. Leute, der Dorfi durch die große Stadt. Ganz wichtig, immer schön Mittelspur, falls das Navi schwindelt und man doch noch reagieren muss. Passende Lektüre und Verpflegung, ganz wichtig. Und jetzt weiter. So, nach langer Fahrt dann auch direkt mal angekommen. Hier stört jemand die Tonaufnahme. Hey, wer bist denn du? Nichtsdestotrotz, alles gut geklappt, super durchgekommen. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die Tiere vom Erik, die hier rumlaufen. Und dann natürlich auch mal den Hahn dazu. So, das ist der Erik. Moin Erik. Und das ist der Kollege, für den wir uns hier entschieden haben. Der hoffentlich gute Ergebnisse liefern wird. Der hoffentlich im Mix mit unseren Hennen, die ja genau dieses Defizit haben, nämlich den vollen Kamm und natürlich auch ein bisschen wenig Kehllappen und auch ein bisschen nicht weiße Ohrscheiben. Aber da haben wir hier, denke ich, genau das Gegenteil. Und deshalb werden wir den jetzt auch einpacken. 1:7 oder 1:8 oder mehr jetzt. Ja, eingesackt hier im schönen großen Transportkäfig. Den habe ich übrigens auch mal selber gebaut. Der ist ideal, um so ein Tier mal über längere Zeit und längere Strecke mal zu transportieren. Ihr könnt hier nochmal schauen. Der ist natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil er noch nicht weiß, was los ist. Aber hier seht ihr auch nochmal schön, schöner, großer Schweif. Und ja, ich bin zufrieden. Ich denke, dass es im Mix mit unseren Händen oder besser gesagt mit Sinas Händen hier eine tolle Nachzucht gibt. Ja. Und dann werden wir beide jetzt mal die 320 Kilometer wieder zurückschrubben, noch mit kleinem Stopp. Und ja, dann
sehen wir uns zu Hause nochmal, wo wir ihn erstmal ein bisschen in Einzelhaft bringen. Ja Leute, einiges später und auch einiges müder, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Ja, die Uhr sagt jetzt irgendwie 14:30, 14:37 sind wir beide gut wieder hier zu Hause auf dem Hof angekommen. Und ja, hier ist auch ganz anderes Wetter. Schaut mal, Schnee, Eis, bisschen Ekel, Straßenbahn aber frei, alles gut geklappt. Ja, und den Kollegen, der kommt jetzt erstmal in Quarantäne ein paar Tage. Ja Leute, einige Tage später, er hat nun seine Quarantäne bei uns überstanden, ist er jetzt hier bei seinen Ladies und da wollen wir auch nochmal gucken. So, wir pirschen uns mal ein bisschen ran. Ihr seht schon, da ist er ganz stolz mit seinen vier Händen. Da kommt die vierte. Ja, die fressen jetzt hier gerade erstmal schön. Er ist jetzt auch schon 3-4 Tage hier oben im Gehege. Gucken wir einmal. Hier nach oben hin seht ihr alles abgenetzt, sodass da auch wirklich so wenig wie möglich passieren kann. Und klar, ist immer noch ein bisschen ungewohnt für den Guten, aber er hat, wie vorhin schon erwähnt, alle Vorzüge von dem, was uns bei der Zucht in den letzten Jahren gefehlt hat. Und deshalb haben wir ihn ausgesucht und deshalb haben wir das auch, oder habe ich das auf mich genommen, hier mal so weit zu kutschen für den Kollegen da. Ja, ihr seht, ihm geht es echt prima. Und ja, wenn seine Vorzüge hier so durchschlagen, wie wir uns das erhoffen, dann werden wir mit den goldenen Totlegern in diesem Jahr dann doch bessere Ergebnisse hoffentlich erzielen können, wie es im letzten Jahr war. Ja, wir beide, also er und ich, sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr uns wieder begleitet habt. Und in der nächsten Zeit gibt es natürlich einige Videos, wo nicht nur er drauf ist, sondern alle Zuchtstämme, neues Futter. Könnt ihr gespannt sein. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, kostet euch gar nichts, ihr unterstützt meinen Kanal. Vielen Dank dafür und bis bald. Macht's gut.